Glaubst du, dass es irgendwie ein Grund sein könnte, dass so viele Leute einfach nicht auf die Ernährung achten und eher wirklich vielleicht sogar irgendwelchen Mist in sich reinstopfen, weil sie sagen, gut, ich kann jetzt nach einem Mal Burger essen oder so, oder selbst wenn ich mal eine Zeit lang Burger esse, die Folgen davon, sei es irgendwie Diabetes oder Übergewicht, die kommen erst relativ spät. Nur weil ich jetzt einmal in einen Burger beiße, bin ich nicht direkt Übergewicht. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass die Leute einfach keine Ahnung haben, wie sich das auf den Körper auswirkt, auf die Leistungsfähigkeit? Ich glaube, klar, Diabetes ist jetzt eine Langzeitfolge, aber was Gewichtszunahme und die Veränderung in deinem Körper angeht, das sieht man ja direkt. Also wenn man sich jetzt 2 Wochen nur von Burger, Pommes und ungesunden Sachen ernährt, dann wird man dicker und das sieht man und das ist eine unmittelbare Folge und das geht auch meistens relativ schnell. Und ich glaube, das ist dann einfach irgendwo ein bisschen Inkonsequenz der Leute, die sagen, oh Scheiße, und jetzt muss ich da was gegen machen und dann wollen sie es gleich radikal machen, anstatt da einfach ganz ruhig und gelassen ranzugehen, ja, und einfach gesündere Sachen zu essen. Es geht dann halt nicht in 2 Wochen wieder zurück. Das dauert dann halt ein bisschen länger, ne? Also nach oben geht es immer schnell und nach unten ist es dann nicht so leicht. Aber man muss dann einfach am Ball bleiben und darf dann nicht irgendeine Radikaldiät probieren, sondern muss sich einfach gesund ernähren und der Rest kommt dann mit der Zeit. Und ja, wie gesagt, der Körper gibt immer gleich ein Feedback, der Körper merkt, was für Mist da in den Reihen gefuttert wird und ja, entweder man ist dann konsequent und ändert das und erkennt das oder eben nicht. Aber ich denke, die Zeit ist für jeden da, sich mal eben, was weiß ich, ein bisschen Gemüse anzubraten oder ein bisschen Gemüse fertig zu machen und Reis dazu. Und also das dauert ja nicht lange. Da kann mir keiner erzählen, da habe ich keine Zeit dafür.